Ja, herzlich willkommen zu unserem neuen Blog. Ihr seht jetzt eine Probe vom Kirchentag in Dresden. Da haben wir seit langer Zeit mal wieder den Seemann gesungen und es war eine tolle Stimmung. Wir haben uns sehr darüber gefreut, wie die Leute wieder reagiert haben. Für mich war es auch wieder toll, die Nummer zu singen, weil das eigentlich eine meiner absoluten Favorites und Lieblingsnummern ist. Und ich hatte schon ganz vergessen, was für einen Spaß es macht. Also viel Spaß bei den Bildern. Liebling, ich muss es dir sagen. Noch einmal einsteigen. Fällt es mir auch genau das gleiche, so alle bis auf Ferenc. Einmal probieren dieses mit aufeinandergelegten Zähnen. Nochmal ohne zu beißen, ja? Ich auch. Zunge ist ganz. Nee, du nicht. Es bleibt ganz locker. Aber das ist so. Drei. Weiter. Jetzt lösen. Liebling, ich muss es dir sagen, und fällt es mir auch noch so schwer. Es packt mich schon seit ein paar Tagen, die Sehnsucht nach Stimmen und Ehen. Liebling, ich hab dir versprochen, noch lange bei dir zu verweilen. Doch bald wär mein Herz hier zerbrochen. Mein Schiff ruft, ich muss mich beeilen. Der Daniel hat die Nummer für mich geschrieben vor längerer Zeit schon und im Großen und Ganzen ist die Nummer sehr auf mich zugeschnitten, weil ich auch bei der Marine war und ich halt in Bremen aufgewachsen bin und dieses Gefühl, ein Seemann zu sein, doch kenne. Und ja, ich weiß nicht, was zeichnet die Nummer für mich aus? Es ist ja eigentlich ein Shanty, es ist ja eigentlich mehr Volksmusik, wo ich nicht so der Fan von bin, aber bei dieser Nummer ist das irgendwie ein schönes Gefühl, weil es auch um mich geht. Vielleicht deswegen. Ich würde ja so gern bei dir bleiben, doch der Wind ruft mich mit Macht hinaus. Wie du Zeit weißt, dann werde ich dir schreiben. Doch ein Seemann, der hat kein Zuhause. Oh nein. Ja, ein Seemann, der hat kein Zuhause. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich die Nummer Seemann singe, dann kommt so eine schöne Beziehung zum Publikum, wird da erzeugt. Also die Aktion mit den Taschentüchern, die einmal bei einer Spezialnacht gelaufen sind, wo alle dann bei der Nummer Taschentücher rausgeholt haben, die hat mich doch sehr beeindruckt, das weiß ich noch. Und die Leute singen alle mit, die mögen die Nummer und ich finde für mich, auch was meine Stimmlage angeht, ist die Nummer wie geschaffen. Spür ich nicht den Wind in den Haaren, dann fühle ich mich fast so wie tot. Fast so wie vom vollkommenen irdischen Glücke wirst du mir trotzdem stets fehlen. Doch ich will an Bord auf die Brücke. Ja, wir sind zwei gebeutelte Seen. Oh. Beim Seemann ist es einfach eine Nummer, die, ja, wie ich schon sagte, die, mit der ich was verbinde und mit der ich mich einfach auf der Bühne auch wohlfühle. Ob das so stimmlich ist oder ob das vom Gefühl her ist, was ich vom Publikum zurückbekomme. Also all die Aspekte kommen dann irgendwie zusammen und geben das gesamte Bild des Seemanns wieder. Ich würde ja so gern bei dir bleiben. Doch der Wind ruft mich mit Macht hinaus. Wenn die Zeit reicht, dann werde ich dir schreiben. Doch ein Seemann, der hat kein Zuhause. Ja, ein Seemann, der hat kein Zuhause. Ja, Seemann habe ich jetzt ja schon länger nicht mehr gesungen und dafür, muss ich sagen, hat es super funktioniert, wie die Leute mit ihren Schalen, naja, du weißt, was ich meine, rumgewunken haben, Taschentücher kamen, das war schon irre. Das erinnert mich so an alte Zeiten ein bisschen.